Ethical Banking zeigt Ihnen heute wieder ein Finanzierungsbeispiel der Linie Biologische Landwirtschaft. Wir sind heute zu Gast beim Helmut, da am Kleinstallhof oberhalb von Luttach. Der Kleinstallhof, auch ein Biobetrieb. Helmut, kannst du uns sagen, was da auf dem Hof alles passiert? Also wir haben eine Milchziegenhaltung mit Hofkäserei, verarbeiten die ganze Milch am Hof. Und die Milchziegenhaltung ist eben 2006 laut biologischen Richtlinien gebaut worden oder alles umgestellt auf biologische Richtlinien. Ja. Hast du früher auch Kühe gehabt, oder? Bis 2006 haben wir Kühe gehabt, haben die Milch auch geliefert auf die Sennerei, auf die Senni. Haben 8-9 Melchkühe gehabt. Und das hat sich nachher die Frage gestellt, was man, wie man in den Höfen weiterführen will, oder speziell ich, wie ich in den Höfen weiterführen will, in Vollerwerb oder Nebenerwerb. Und habe eben einen Weg gesucht, in Vollerwerb weiter zu bewirtschaften im Hof. Jetzt die Ziegenmilch, verarbeitest du ja die komplette Milch selber, oder? Ja, wir verarbeiten die ganze Milch am Hof, und zwar saisonal, also nach Ostern, weil die Kids gehen, weil die Kids keine Milch mehr brauchen, bis Anfang Dezember. Im Winter verarbeiten wir keine Milch, weil dann die Ziegen die Trockenstehphase haben und ja, ist von mir auch Pause und eine Ruhephase. Die Produkte, also den Käse, vertreibst du selber, gell, über die Hofstelle, oder hast du auch Abnehmer sonst? Ab Hof ist langsam ist in Zunehmen, also und vermarkten wir eigentlich zuerst über Allenthal Natur, das haben wir aber ganz zuerst gestartet. Ist mittlerweile ein paar Geschäfte, die sie direkt beliefern tun. Also es baut sich so langsam baut sich der Verkauf aus. Wie bist du auf die Ziegen gekommen? Also das ist schon interessant, weil ich glaube in Südtirol, ich weiß nicht wie viel Anteil Ziegen haben. Nicht viel, also 2006 noch weniger, mittlerweile sind ein paar Betriebe dazugekommen. Ziegen, ja, dann braucht man da auch einen Schlag ins Feld, dann ist das toll. Also wir haben ziemlich ein bisschen Feldverbesserungen gemacht, die Steine aus und Feldwege gemacht. Und jetzt, wenn man die Kühe, wenn man Arbeit sparen will und die, mit den Kühen da anbaden will auf der Fläche, dann machen sie alles wieder weg, also Trittschäden und dann ist das Gleiche. Ein Gas ist einfach viel leichter, windiger für das Gelände. Im Stall ist es mit weniger Problemen verbunden, weniger sagen wir, von Kraftaufwand her, weil wenn man allein ist mit der Kühe, wenn sie nicht will, sind wir eigentlich schon recht wenig Chancen, dass der gewinnt. Und bei einem Gewasser ist es einfach viel leichter. Okay. Die Arbeit im Stall ist einfach viel leichter. Und es ist, im zweiten Moment haben wir auch die Produktverarbeitung dazu genommen, um in den Hof als Vollerwerbführung zu gehen, ist Ziegenmilch ist einfach eine Nische. Du bearbeitest ja die Felder auch nach biologischen Kriterien. Was ist denn in deinen Augen die Herausforderung oder eigentlich das Schiene an der biologischen Landwirtschaft im Unterschied so jetzt zu einem konventionellen Anbau? Also wir haben 2006 umgestellt auf biologische Landwirtschaft, haben auch den Stall dementsprechend gebaut. Das ist einmal ein großer Unterschied, also die Laufstallhaltung mit Auslauf, wie man da sieht, gewisse Quadratmeter für jeden Gast. Wir arbeiten im ganzen Hof laut Biorichtlinien, also das ist bei Bioland Vorschrift. Die Herausforderung ist eigentlich selber, was man zuerst nicht gedacht hat, einfach viel mehr vordenken, präventiv an Probleme und Sachen angehen. Einfach schauen, im Kreislauf zu wirtschaften, viel mehr. Schauen, weniger einzukaufen, mehr die Ressourcen von Höfen auszunutzen. Also, das heißt, das letzte Projekt, was wir jetzt gemacht haben, ist eine Heutrocknung mit den Feuchter. Weil wir eine Heufütterung, einfach eine bessere Heuqualität zu kriegen, auch bei schlechtem Wetter. Um einfach Kraftfutter einsparen zu können und einfach wieder weniger einkaufen zu müssen, einfach mehr in Kreislauf zu wirtschaften. Die Ethical Banking Finanzierung ist ja vor ein paar Jahren gemacht worden. Ja. Was ist damit finanziert worden? Also mit der Ethical Banking Finanzierung haben wir eigentlich Stallumbau und Käserei-Neubau finanziert. Es ist eben, ja, wie gesagt, also ein Kuhstall ist der Ziegenstall geworden, es ist teils innen ist Käserei gemacht worden von Kuhstall. Es ist also innen drin eine Sanierung gewesen. Und auch zusätzlich Geräte für die Milchverarbeitung. Und war für die wahrscheinlich schon auch eine Erleichterung, nachdem ja der Zinssatz gering ist, wie sage ich, der Marktzinssatz, weil er ja direkt auf in die Sparer kommt. Das ist eine große Erleichterung, weil überhaupt, wenn man einen Betrieb komplett umstellt, hat man ein Jahr komplett ausfall und dann, bis das alles startet, zuerst hat man Kids, dann geben sie weniger Milch, dann startet man langsam mit dem Verkauf, also das läuft nicht von heute auf morgen. Jetzt im Nachhinein, wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, das braucht es ein Jahr. Ich muss auch nicht gedenken. Zum Glück, vielleicht hat er ein bisschen anders angegangen oder hat ihm etwas länger überlegt. Aber es ist eigentlich schon eine große Hilfe, dass man bei Investitionen, was denkt man,
es ist ein großer Investitionsaufwand. Käserei speziell, wenn man selber jetzt nicht die vollen Zinsen zu zahlen hat, als bei einem normalen Kredit, und die Hilfe kriegt, ja. Ethica Banking wissen wofür, unter dem Motto schaut man uns jetzt die Käserei und den Stall an. Da sieht man jetzt den Auslauf von den Schweinen. Schweine haben wir nachträglich gerichtet, nach den Ziegen. Und zwar für die Molke, für das Käsewasser. Wir haben pro Jahr ca. 6-7 Schweine, was wir auch ziehen und was wir mit Argen, Füttermittel großteils auch ziehen. Und von denen lassen wir noch Speck machen, können auch Hof verkaufen und auch ein bisschen Kaminwürst mit Ziegenfleisch gemischt für einen Hofverkauf vor allem. Eine kurze Übersicht für die Produkte, was wir machen. Gestartet sind wir mit den zwei, mit der Heidi und Peter. Das sind die zwei ersten Produkte gewesen, was wir gemacht haben. Wir haben reine Ziegenmilch und Rohmilch. Das nächste Produkt ist eine Schnucke gewesen, ein Ziegen-Camembert, so zuchemisch. Das ist auch Rohmilch mit Weißschimmel und Weißschimmel gereift. Nachher ist der Perli dazugekommen, das ist ein größer Form mit 2,5 Kilo, der reift 3 Monate. Wie gesagt, reine Ziegenmilch und Rohmilch. Und das letzte Jahr haben wir ein bisschen mit dem Wallcape ein bisschen Frischprodukte zu machen. Haben wir einen Quark, also einen Streichkäse, Natur, einmal, einen Frischkäse und auch einen Ziegenjoghurt, was wir mittlerweile machen.